Grüß Gott, willkommen auf dem Kanal des Weges. Der Satsang heute heißt, die Emotionen beherrschen. Es wird gesagt, dass das wichtigste Pedal in einem Auto das Bremspedal ist. Das gilt auch für Ihr inneres Leben. Es kann passieren, dass Sie wütend werden, dass Sie von den Unruhen um sich herum mitgerissen werden. Sie können bremsen. Sie wissen, Sie, die Praktizierenden des Weges, die die Offenbarung erhalten haben, was das bedeutet, zu bremsen. Die Leute, die die Offenbarung nicht erhalten haben, könnten sich fragen, wie man das macht, tagsüber bremsen, sobald man sich in Verwirrung, Eitelkeit und Aggressivität befindet. Eine der vier Techniken, die auf dem Weg offenbart werden, die sogenannte Technik des Heiligen Namens, kann praktiziert werden, egal was man gerade tut und ohne dass jemand merkt. Auto fahren, zu Fuß die Straße entlang gehen, Geschirr spülen, Fernsehen und so weiter. Es ist sinnlos, darüber nachzudenken, ob sie im richtigen Zustand sind oder wenn nicht, warum sie es nicht sind. Wichtig ist, dass sie jetzt auf die Bremse treten. Niemand ist vor Eitelkeit, vor Müdigkeit sicher. Das Praktizieren des Heiligen Namens während des Tages ist immer noch eine der Motivationen, um praktizierender zu werden. Man denkt immer zu viel. Wir denken immer zu viel. Aber es gibt Dinge, die heimtückischer sind als Gedanken. Es sind Empfindungen, Eindrücke, Emotionen. Wenn Sie sich müde, wütend, verwirrt, in Zweifeln, frustriert, empört fühlen, ist die Lösung die gleiche. Aber Sie haben das Recht, empört und wütend zu sein. Sie sind keine Roboter. Sie sind Menschen und das ist gut so. Es ist kein Problem. Aber denken Sie daran, dass Sie ein Bremspedal haben. Das Bremspedal ist der Heilige Name, also die Meditationstechnik. Wenn Sie die Augen schließen und die Technik praktizieren, finden Sie die Ruhe des Zentrums, der Einheit. Was wichtig ist, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihnen die Kontrolle entgleitet und sich fragen, praktiziere ich gut, bin ich auf dem Weg richtig, ist die Meditation. Der Weg ist kein Thema zum Nachdenken. Wenn Sie in der Observanz der drei Säulen sind, sind Sie auf dem Weg. Punkt. Das ist alles. Wenn Sie den Frieden wiederfinden, ist es jedes Mal so. Man merkt, dass man hier am besten aufgehoben ist. Wenn Sie zu dieser Meditation zurückkehren, können Sie nichts falsch machen. Wenn Sie den Heiligen Namen praktizieren, haben Sie immer recht. Wenn Sie eine Frage haben, ob sie gut oder schlecht ist, ob sie legitim oder illegitim ist, ob sie relevant ist oder nicht, meditieren Sie. Kommen Sie zurück in die Mitte. Sie haben unten die verschiedenen Links, wo Sie mich finden können, wenn Sie etwas mehr in der Art lesen wollen oder über die Praxis wissen wollen. Ich antworte gerne auf alle Fragen. Bis zum nächsten Mal.